Österreichs Handwerk hat große Tradition, vor allem auch am Bau, wie uns Wiens Baulandesinnungschef Dr. Rainer Pawlik anhand eines prächtigen historischen Baumeisterverzeichnisses aus dem 17. Jahrhundert vorführt. Doch die Zeiten geschützter Werkstätten sind vorbei. EU und Liberalisierung sorgen zusehends für Aufregung. Wir sind ja ganz schwer belastet mit dem Herüberarbeiten sowohl aus der Slowakei, Ungarn und im Süden von Slowenien. Es gibt auch immer mehr rumänische und bulgarische Firmen, die sich hier bei uns im Burgenland ansiedeln. Die Gewerbe erhält man in Österreich um etliches rascher wie in den Nachbarländern. Der Nachweis, ob sie tatsächlich unsere österreichischen Qualitäten herstellen können, wird überhaupt nicht überprüft. Und das ist etwas, was ich wirklich der Politik vorwerfe, dass hier äußerst nachlässig gehandelt wird, denn der Draufzahler ist der Konsument. Ich habe wöchentlich fast bei uns in der burgenländischen Bauinnung Anfragen von Menschen, die gebaut haben und jetzt auf Schäden zwischen 60, 80 und 100.000 Euro sitzen und nicht wissen, was sie weiter tun sollen, denn sie finden die Firmen einfach nicht mehr. Die Gefahren für Österreichs Bauwirtschaft und auch heimische Konsumenten durch ausländische Billigstbieter standen im Mittelpunkt beim Solid-Talk in Wiens Baulandesinnung. Das Thema wurde eigentlich an uns herangetragen in der Form, dass gesagt wurde, es geht gar nicht so sehr um die kleinen Pfuscher, sondern es gibt einfach immer mehr, ich habe es heute Zwischenhändler genannt, die sich einfach diese Mechanismen zunutze machen und sowohl die Arbeiter ausbeuten, also in Wirklichkeit die Kunden schädigen und die Firmen und damit eigentlich jeden einzelnen Beteiligten in dieser Bauwirtschaft. Ne? Die Misere nimmt zu, denn es hat sich gezeigt, dass in den letzten, sage ich mal, 10 Jahren oder vielleicht sogar schon letzten 1,5 Jahrzehnten es immer stärker das Phänomen gegeben hat, also dass ausländische Anbieter auf den Markt gekommen sind, insbesondere eben auch in Wien, in Ballungszentren und eben zu Konditionen angeboten haben, wo inländische Firmen, die reell anbieten, nicht mitgekommen sind. Firmen, die eigentlich oft gar keine richtigen Firmen waren, die Briefkastenfirmen waren, die Arbeitnehmer bei der Sozialversicherung manchmal sogar angemeldet haben, für sich brav, aber dann nach 3 Monaten wieder abgemeldet haben und dann die Sozialversicherung, die Bauarbeiter, Urlaubs- und Abfertigungskasse und sonstigen Sozialtöpfe geplündert haben, Krankenversicherung etc. in Anspruch genommen haben und wir das Phänomen eben hatten, dass sozusagen die braven eingesessenen Firmen quasi dann als die Dummen übrig geblieben sind, also die einer Konkurrenz ausgesetzt waren, die mit unfairen Rahmenbedingungen angeboten hat, also die eben diese Sozialleistungen, die Steuern nicht gezahlt hat. Die Forderung nach mehr Kontrolle und Ausnutzung schon vorhandener rechtlicher Möglichkeiten wird gestellt, auch aus dem Publikum. Gesundheitsuntersuchung. Ja, jeder Arbeitnehmer, der anfängt in einem Ausland, muss ein Gesundheitszertifikat machen, muss jedes Jahr erneuert werden. In Österreich brauchen wir es nicht. Der österreichische Staat unterstützt Sklavenhändler. Ich finde alle Leute, die Menschenhandel betreiben, für mich ist dann alle Hilfsarbeitskräfte, die verleihmäßig verleiht werden, Sklavenhändler. Das gehört endlich verboten. Strengere Vergaberichtlinien, die vor allem Großaufträge betreffen, sind im politischen Gespräch. Die verstärkte Abkehr vom Billigstbieter hin zum Bestbieterprinzip soll kommen. Mit dieser Novelle werden ja sehr viele hehre, richtige Ziele verfolgt. Ich zitiere kurz, Erhalt der Arbeitsplätze, Förderung älterer Arbeitnehmer von Lehrlingen, Eindämmung von Lohn- und Sozialdumping. Das ist ja alles total gut und schön und auch unterstützenswert. Ja. Die Frage ist nur, mit welchen Mitteln probiere ich das, mit welchen Mitteln erreiche ich das wirklich. Ja. Was ich eben nicht glaube, dass ich erreichen kann, ist durch eine verpflichtende Einführung des Bestbieter-Systems, das ja eigentlich jetzt schon in weiten Teilen verpflichtend ist, dass ich es schaffe, das Lohn- und Sozialdumping einzudämmen. Das ist nicht Aufgabe der öffentlichen Auftraggeber, die teilweise auch private sind im Sektorenbereich, sind private Unternehmen, ja. Dass die als Behörde, ja, versuchen, Lohn- und Sozialdumping einzustellen, da irgendwelche Ermittlungen durchzuführen. Ja, das kostet Zeit, das kostet Geld, das verzögert die Verfahren, dafür sind sie nicht geschult. Ja. Also ich glaube, da sind sehr viele gute Ziele drinnen. Das Thema Subvergabe ist ein Riesenthema, verstehe ich total. Ja. Das sehe ich auch Handlungsbedarf. Ja. Du prüfst als öffentlicher Auftraggeber nie den Subunternehmer. Ja. In den meisten Ausschreibungsunterlagen wird nicht mehr unterschieden. Ja.
Ein Lösungsmodell für heimische Unternehmen: innovative, hochspezialisierte Produkte und Dienstleistungen entwickeln und auch selber damit ins Ausland gehen. Wir haben aber auch festgestellt, dass wir Österreicher in unseren angrenzenden Ländern, sei es in Deutschland oder auch am Balkan, die Ausländer selber sind. Und das Resümee für die Zukunft für mich ist, dass wir hier aktiv uns darum bemühen, dass wir unsere Fertigkeiten, die zweifelsohne hoch auch ausgeprägt sind, weiterentwickeln, um einfach die Qualitäten, die wir auf verschiedenen Bereichen, wie zum Beispiel dem Tunnelbau haben, im angrenzenden Ausland unterzubringen. Ist meiner Ansicht nach strategisch sinnvoller, als zu sehr das lokale Geschäft hier zu verteidigen. Im Inland jedenfalls gerät die lokal tätige Baubranche in die Defensive. Ich befürchte, dass dadurch, dass so viele Firmen vom Ausland hereinarbeiten mit ihren Mitarbeitern, dass viel zu viel an Geld ins Ausland geht und dass das ein wichtiger Grund ist, dass wir derzeit so viele Arbeitslose haben und dass das noch bedeutend mehr werden wird, wenn man dem nicht Einhalt gebietet. Der Idealfall wäre... Ja, die österreichische Bauwirtschaft ist dann glücklich, wenn sie genug Aufträge hat, wenn sie faire Preise hat und wenn sie faire Rahmenbedingungen hat. Also das heißt, wenn die Firmen, die am Markt tätig sind, auch unter gleichen Rahmenbedingungen anbieten können, wenn sie die gleichen Lohnnebenkosten haben, wenn alle die Lohn- und Sozialstandards einhalten und auch ansonsten, wie gesagt, also vergleichbare Wettbewerbskriterien herrschen. Denn wohl nur so wird Österreichs Bautradition weiter bestehen können. Solid bleibt am Thema dran. Naja, selbstverständlich. Also es wird nicht nur im Heft darüber berichtet werden. Wir haben ja auch eine Website, die in der Branche sehr stark gelesen wird, die 40.000 Leute anschauen. Und wo ich heute wieder gehört habe, wir sind über diese Website auf die Veranstaltung gekommen und werden das Thema dort einfach immer wieder spielen und werden auch versuchen, diese Sachen, die wir da hören und erfahren, auch an die Behörden, an die Politiker weiterzuleiten und einfach den Ball weiterzuspielen. Das ist ja unsere Aufgabe. Also wir sind ja die Lichtmacher in der Branche, wir sind die Scheinwerfer.